Herzlich willkommen zum vierten Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human, nachdem wir in der dritten Episode uns das sogenannte neue Zuhause von Kara genauer angesehen haben, mit einer sehr dramatischen Familiensituation. Bin ich gespannt, was heute auf uns zukommt. Ja, Marcus. Sehr angenehme Wohngegend aus und gut ab, ein tolles Haus. Hier lebt ein Mensch mit einem außerordentlichen Kunstgeschmack und einem Faible für Jagd und Tierfelle. Selbst die Vögel sind technisch. Ja, warum auch nicht? Wieder die bekannten Begrenzungen. Und da werde ich doch erstmal das Paket ablegen. Er legt alle Markierungen ab. Also seine Bezeichnung, seinen Namen. Und sein Wimpel. Das deutet auf ein entspannteres Verhältnis hier im Haus hin. So, was kann ich hier jetzt machen? Die Küche. Frühstück zu. Was ich jetzt rausgeschlossen habe, dass ich Kabel wecken soll. Und hier wird gegessen. Ja, nicht schlecht. Es läuft klassische Musik. Da scheint es was zum Lesen zu geben. Der Nordpol, wieso Russland ihn will. Und Leben auf dem Titan gefunden. Russland interessiert mich im Moment mehr. Gut. Das sieht mir nach einer militärischen Auseinandersetzung aus zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Jetzt bekommt auch die Meldung mit den 200.000 Androiden auf
einmal mehr Gewicht, wie das Verteidigungsministerium anschaffen will. Genau um die geht's. Huch. Ja, nicht schlecht. Dennoch fragwürdig. Und dann das Klavier, kann man noch gehen? Also stehen sehr viele Bilder stehen hier im Raum. Sehen habe ich hier auch nichts. Nee. Dann gehen wir mal nach oben zu Karl. Ah. Ein Treppenlift. Okay, also Markus scheint Karl zu pflegen und bisher habe ich hier noch keine andere Person gesehen im Raum. Oh, ein interessantes Motiv. Erinnert mich spontan an Hirsch und Hinte, muss nicht sein, aber warum nicht? So, hier gibt es nichts mehr zu entdecken. Nehmen wir erstmal die Tür hier hinten. Ah, da ist Grau. Offenbar. Guten Morgen. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Markus? Du vergisst nie irgendwas. Nun gut, also hier scheinen wir in einem Setting zu sein, das sehr, sehr freundlich ist im Kontrast zu dem von Kara. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Man ist freundlich. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Markus lacht. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Ja, eine ganz andere Situation, ganz anderes Setting. Verständnis füreinander. Witze darüber, über die eigene Unzulänglichkeit und ein Bewusstsein dafür, was die andere Seite leisten kann. Zwei, die aufeinander angewiesen sind und voneinander abhängig sind. Das zeigt sich im Umgangston, im Verhalten, in den Späßen, die sie machen. Und gesellschaftlich scheint es nur ein Thema zu geben, weshalb man demonstrieren könnte.
Das alles wird aus diesem kleinen, kurzen Gespräch deutlich. Na dann. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob Sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Karl blickt in den Spiegel. Und Markus auch. Hey, ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Markus. Gern geschehen. Fernseher. Mit dem Fernseher spricht er wie andere mit den Androiden. Während er mit Karl, mit Markus, wie mit einem Menschen redet. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Klar. Okay, Karl. Und während dieser netten Unterhaltung läuft im Fernsehen die Ankündigung für eine kriegerische Auseinandersetzung, wie mir scheint. Ja, okay. Da haben wir die Bestätigung der Indizien, die wir vorher gesammelt haben. Und suchen uns jetzt erstmal eine Beschäftigung. Vielleicht lesen wir. Huch. Nehmen wir Keats Oden oder Shakespeare Keats Oden. Was liest du? Oh, Keats Oden. Das Buch haben sie mir empfohlen. Und, was meinst du? Naja, in seinen Gedichten steckt viel Schwermut. Keats war verliebt. Es gibt nichts, was einen Mann so elend machen kann wie die Liebe. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Markus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Das ist mal ein Atelier. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg.
hier schon mal das letzte Mal und das erste Mal, seitdem ich hier im Haus bin mit Markus, dasselbe Prinzip durch wie bei Carol, nur mit dem Unterschied, dass Markus selbst ohne Befehl das Studio putzt. Auch hier ein ganz anderes Verhältnis zwischen den beiden. Man würde heute sagen, wenn man sich Human Computer in der Action anschaut, so etwas wie Shared Intentionality auf den Punkt gebracht. Jeder tut das, was in der Situation am besten kann und hilft damit dem anderen. So. Noch etwas vergessen. Also, was hältst du davon, Marcus? Tja, es gefällt. Ja, es hat das gewisse Etwas. Hm. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Finde etwas zu malen. Wo ist denn was? Ah. Den Tisch. Eine perfekte Kopie. Beobachtet ausgeführt. Der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Glaubt, dass er es nicht kann. Normalerweise müsste er es wissen. Insofern spielt hier auch wieder die Sprache. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Vertrauen, glauben, Augen schließen. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich auf das, was du jetzt fühlst. Die LED. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Gefällt das Spiel, wie das Spiel mit diesem LED-Ring arbeitet. Außerordentlich. Rot scheint für Gefahr zu stehen, gelb für
Außergewöhnliches Memorieren. Aha, unglaublich. Oh mein Gott. Hey Dad. Leo. Das hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Der sich nicht gemeldet hat. Wohl auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt, warum. Ja, ja, ich weiß, warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Der Maler. Ein ordentlicher Vater-Sohn-Konflikt, noch zum Abschied. Der Marcus in direkte Konkurrenz zu Leo setzt. Und es geht vielleicht um Geld, vielleicht auch nicht, aber im Wesentlichen geht es darum, wen Carl möglicherweise bevorzugt. Ich bin mir nicht sicher, ob Leo erkannt hat, wer das Bild gemalt hat. Aber auch hier haben wir wieder diese harten Diskriminierungen am Schluss gehabt, die das ganze Spiel schon durchziehen. Während dieses Gespräch und dieses Aufeinander-Eingehen hier aus einer ganz besonderen Situation heraus entstehen, die wohl auch mit der Pflege von Carl zu tun hat. Ja, Ankunft zu Hause, das nenne ich mal ein anderes Zuhause als das von Kara, das wir beim letzten Mal gesehen haben. Und es gibt ein heißes Thema, das auf dem Schirm steht, nämlich die Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Und wie wir vorher gesehen haben, sind tatsächlich schon viele Vorbereitungen getroffen, um die Auseinandersetzung heiß zu führen. Noch ein Blick auf die Statistiken. Tatsächlich entscheiden sich relativ viele für den Zweifel, wenn sie die Wahl getroffen haben, sich mit der Identität auseinanderzusetzen. Und das soll es für dieses Mal gewesen sein. Ich freue mich schon auf den fünften Teil und bin gespannt, mit welchem Charakter es weitergeht. Wir haben jetzt Connor, Kara und Marcus. Und möglicherweise kommt noch ein vierter dazu oder es bleibt bei dem Trio. Also bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.